Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Action. Sobald ich Rechte habe, etwas freizugeben, teile ich meines Leids. Sehr gut, da sind wir auch Jetzt. schon. Ja, wie schon gesagt, der Name Steven Arzt. Ich leite die Abteilung für Secure Software Engineering, also sichere Softwareentwicklung am Fraunhofer SIT und bin außerdem einer der Principal Investigators am Nationalen Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit Athene, wo ich mich mit meinen Leuten auch um das Thema Softwaresicherheit kümmere. Jetzt denkt man erstmal, wenn man über Softwaresicherheit redet, naja, das ist doch ein alter Hut, weil es gibt ja sowas wie die CVE, Common Weakness Enumeration. Die grundsätzlichen Kategorien von Software-Sicherheitsfehlern sind lange bekannt. Ich habe mal ein paar rausgepickt: unzureichende Eingabevalidierung, unzureichend geschützte Zugangsdaten, im Code hinterlegte Zugangsdaten. Das sind ja jetzt alles Sachen, die wir schon viele Jahre als Software-Menschen mit uns rumschleppen. Die Frage ist: Ist das nicht eigentlich abgefrühstückt? Und die klare Antwort ist nein. Was wir gemacht haben am Institut ist, über 4 Jahre, eigentlich 5, das Thema von 2020, da kann ich noch nicht drüber reden, da ist die Veröffentlichung noch nicht abgeschlossen, haben wir uns mit Mitarbeitern und Studenten zusammengesetzt, haben uns einfach verschiedenste Dienste angeschaut, verschiedenste Anwendungen, verschiedenste Systeme und haben einfach mal nach Sicherheitslücken da drin gesucht und an die Hersteller gemeldet. Und egal, ob das jetzt Antivirenanwendungen waren, wo man denkt, naja, das sind ja Hersteller, die sind eigentlich schon im IT-Sicherheitsbereich unterwegs, oder Passwortmanager, wo man denkt, na, da wird schon ein bisschen auf Krypto geachtet, oder Smart Home Appliances, wo man sagt, naja, das sind schon kritische Sachen, zum Beispiel, wer kann meine Tür eigentlich öffnen? Wir haben bei jedem dieser Projekte haben wir eine Vielzahl Schwachstellen festgestellt. Und wenn wir jetzt reingehen in, was sind das für Lücken, dann sehen wir genau diese alten CVEs von Anfang wieder. Ob wir uns jetzt 2015 um Backend-Services gekümmert haben, also Apps, die irgendwelche Daten in der Cloud speichern. Und da waren die Zugangsdaten für den Cloud-Provider einfach im Code hinterlegt. Jeder konnte die extrahieren, die ganzen Daten aus der Cloud ziehen. Oder Tracking-Apps, wo man dann zum Beispiel rausfinden kann, wo befinden sich meine Kinder gerade, wenn die nicht nach Hause gekommen sind abends. Auch da Zugangsdaten im Code hinterlegt. Plötzlich waren die ganzen Location-Daten dann eben öffentlich. Das sind also so Dauerbrenner-Themen, irgendwie, von denen wir als Software nicht so richtig wegkommen oder als Software-Leute. Und wenn wir uns das jetzt nochmal hier ein bisschen schematischer anschauen, Sie sehen dieselben Handvoll Kategorien. Die sind seit 2015, 16, 18, auch in dem neuen Thema, was wir 2020 bearbeitet haben, eigentlich immer wieder dieselben da. Und dann fragt man sich natürlich, warum passiert das? Wieso werden wir quasi im Bereich der Softwareentwicklung und der Softwaresicherheit nicht besser? Und ich habe Ihnen jetzt einfach mal ein Beispiel mitgebracht, weil normalerweise denkt man ja so, naja, man packt halt keine Zugangsdaten in den Client-Code rein, Authentifizierung und Autorisierung macht man auf dem Server, aber wo das dann doch halt mal schief geht, das habe ich Ihnen jetzt gerade mal mitgebracht, warum das nicht so trivial ist. Das war eine Anwendung, die hat die Firebase verwendet. Jetzt ist das kein Bashing von einzelnen Produkten, die Firebase kann da nichts dafür, die wird hier einfach nur schlecht eingesetzt. Was hier passiert ist, die Anwendung greift auf die User-Daten mit einer bestimmten ID zu. Das heißt, ich sage, ich habe folgende Kundennummer quasi und dann wird nachgeschlagen in der Benutzertabelle auf dem Server, welcher User das ist, und diese Daten werden zurückgegeben. Das Problem ist, was hier passiert ist, der Server hat das Passwort des Benutzers an den Client geschickt und der Client hat dann geprüft, ob das Passwort, was ich eingegeben habe, dasselbe ist wie das, was auf dem Server in der Datenbank steht. Das ist natürlich kompletter Humbug, weil diesen Passwortcheck kann ich aus dem Client einfach rauspatchen. Ich als Angreifer kontrolliere ja meinen Client. Der Denkfehler dahinter war einfach, hier hat jemand gesagt, wir sparen uns die Middleware, die brauchen wir nicht. Wir machen das Ganze in der Cloud, wir benutzen einfach eine Cloud-Datenbank wie die Firebase. Und da ich dementsprechend keinen eigenen Code mehr in der Cloud habe, ich benutze ja nur die Datenbank, muss ich das eben alles in der App abfrühstücken. Aber das funktioniert nicht. Und durch diesen klassischen Architekturfehler konnten wir also quasi die Passwörter von sämtlichen Benutzern auslesen. Wird aber noch ein bisschen besser. Was passiert eigentlich, wenn ich gar keine User-ID hinschicke, sondern diesen Request einfach abkürze? Ich hole mir quasi, wenn man so will, den Parent-Ordner von dieser User-Liste. Weil hier gibt es ja offensichtlich ein Mapping von diesem Request, von dieser Anfrage zu der Datenbank. Das heißt, aus diesem User-Slash-ID wird ja irgendwo ein Select auf die Datenbank. Was passiert jetzt aber, wenn ich die ID rausschmeiße? Und man kann sich das vorstellen, ja, dann fehlt einfach die Where-Clause gewissermaßen in diesem Select. Das heißt, was ich kriege, ist einfach die komplette Datenbank mit Benutzern und Passwörtern.
Das ist an der Stelle noch mal ein bisschen blöder, weil jetzt habe ich nicht nur Passwörter, kann mich einloggen. Den Aufwand muss ich mir gar nicht mal machen, sondern bei dieser Anwendung war es sogar so, das war eine dieser Tracking-Apps, dass ich die Location, die ja ein sensitives Datum ist, eben diese Frage, wo befinden sich meine Kinder gerade, die nicht mehr nach Hause gekommen sind, das war Teil der Benutzertabelle. Das heißt, das hat man automatisch auch mit zurückgekriegt. Also ein gravierendes Architekturproblem. Und das ist jetzt kein artifizielles Beispiel. Wir haben uns in jedem dieser Projekte, egal ob das jetzt Tracking-Apps sind, ob das jetzt Voice-over-IP-Phones sind, haben wir uns 20, 30 verschiedene Produkte angeschaut. Und es gab eigentlich kein Projekt, wo nicht mindestens ein solcher Kracher drin war. Und tatsächlich, wir testen ja auch als Fraunhofer in unseren Industrieprojekten für Industriepartner mit, ja, führen wir Pentests durch, testen also Anwendungen, die konkret bei Industriefirmen intern eingesetzt werden, die bei der öffentlichen Verwaltung intern eingesetzt werden. Und auch da finden sich immer mal wieder solche Kracher. Und jetzt muss man sich fragen, eigentlich, wir entwickeln ja nicht erst seit gestern Software. Wie kann das passieren, dass bei öffentlichen Forschungsprojekten, dass bei Pentests, dass bei allem wieder ständig sowas rauskommt? Und ein Problem ist, teilweise geht es schon schief, wenn wir uns die Bedrohungsmodellierung anschauen. Die Frage, wem kann ich eigentlich vertrauen? Wenn ich eine App bin und greife auf das Backend zu, dann kann ich eben nicht der App vertrauen. Oder klassisches Burgwall-Prinzip. Ich gehe davon aus, naja, ich habe irgendwo mein Firmenintranet, dann habe ich einen Router nach draußen, habe eine Firewall drauf, Internet ist böse, innen drin ist gut. Naja, jetzt habe ich aber 25.000 Angestellte und dann sind wir bei, was weiß ich, 30.000 Rechnern. Die Wahrscheinlichkeit, dass kein einziger dieser Rechner kompromittiert ist, irgendeine Sicherheitslücke hat oder irgendeine Malware drauf hat, die ist ja nahe Null. Das heißt, auch dieses Prinzip, das funktioniert halt nicht mehr. Oder ich habe ein altes System, Stichwort Telefon. Wo man sagt, naja, Telefon über so ein zweiadriges Kabel wird er ja jetzt mit einem anderen Telefon Sprachdaten ausgetauscht. Das ist aber nicht mehr die Welt, sondern wir haben jetzt Voice-over-IP-Daten, die gehen übers Internet. Das heißt, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann ist das plötzlich nicht offen für das Ende von diesem zweiadrigen Kabel, sondern offen für die ganze Welt. Wir waren in der Lage, Voice-over-IP-Telefone komplett zu übernehmen. Wir hatten plötzlich Root-Access auf die drauflaufende Firmware. Heißt natürlich, wir konnten alle darüber geführten Gespräche auch aufzeichnen. Deswegen auch der große Tipp, wenn Sie ein Voice-over-IP-Telefon nutzen, regelmäßig updaten. Macht fast kein Mensch, weil die Leute sagen, ist ja nur ein Telefon, aber wir haben halt Sicherheitslücken gemeldet. Das heißt, die Firmware-Updates sind auch entsprechend kritisch. Der nächste Punkt ist natürlich, jetzt kann ich mir alles korrekt überlegt haben, kann sagen, okay, ich weiß, ich kann, ich connecte von einer App aufs Backend, der App kann ich nicht vertrauen, ich setze eine Middleware dazwischen, die trusted ist. Ich betrachte mein Voice-over-IP-Telefon als Computer mit aller notwendiger Sicherheitstechnik dazwischen. Ich mache meine Authentifizierung, ich mache meine Autorisierung, ich setze da meine Firewall drauf, ich sorge dafür, dass ich mein Betriebssystem regelmäßig patche. Selbst wenn ich das konzeptionell im Griff habe, bleibt immer noch die Frage, implementiere ich es denn korrekt? Weil auch da können mich ja noch allerlei Probleme ereilen, die mir meine ganze Security wieder kaputt machen. Und auch hier, wir haben uns diverse Software angeschaut. Dann haben wir zum Beispiel Schlüssel, die in der App hinterlegt sind, gefunden. Dann ist natürlich meine Encryption Quatsch, weil den Schlüssel, den kann jeder extrahieren, kann die Daten entschlüsseln, brauche ich keine Verschlüsselung. Oder unsichere Schlüsselableitung, man kann den Key rekonstruieren, auch wenn er jetzt nicht konstant ist. Schlüssel unsicher gespeichert, ich kann aus Shared Prefs oder aus dem App-Verzeichnis ziehen. Oder gewisse Communication, zum Beispiel von eingesetzten Third-Party-Libraries, erfolgt einfach unverschlüsselt im Klartext. Host-Check deaktiviert. Man sagt zwar, ich benutze TLS, aber ich interessiere mich nicht für das Zertifikat, was da ankommt. Also lauter solche Sachen finden wir auch. Und die Frage ist jetzt, wie kriegt man das in den Griff? Jetzt habe ich Ihnen gesagt, die Welt ist schlecht. Das wussten Sie vielleicht auch schon. Aber wie kriegt man das in den Griff? Und aus unserer Sicht geht das nur, indem man Tests kontinuierlich durchführt und in den Entwicklungsprozess einbettet. Das heißt, die Umgebung ändert sich ständig, die Architektur wird immer mal erweitert, Codeänderungen gibt es ständig, gerade wenn wir in Agile Development denken. Und das kriegen Sie nur hin, wenn Sie Werkzeuge für Testing in den Entwicklungsprozess direkt integrieren. Das geht natürlich nicht mit dem Pentest, sondern das müssen Sie automatisieren. Zusätzliche Herausforderungen: Sie haben jetzt halt keine Desktop-Anwendung. Sie haben jetzt eine mobile Plattform, eine App, ein eingebettetes System, Steuergerät. Sie verwenden diverse komplexe Standardbibliotheken. Sie haben nicht immer den Quellcode, vielleicht eine Auftragsentwicklung. Viele Banken lassen ja ihr Online-Banking gar nicht mehr selber im Haus entwickeln, sondern geben das an einen Auftragsentwickler. Oder es sind einfach Closed-Source-Komponenten drin. Wie kriegt man sowas in einem automatisierten Sicherheitstest in den Griff?
Und genau da haben wir auch eine Lösung. Und zwar haben wir im Rahmen unserer Forschung einen hochpräzisen statischen Schwachstellenscanner entwickelt, nennt sich VUSC, Vulnerability Scanner. Und genau da haben wir gesagt, wie können wir Drittanbieterbibliotheken scannen? Naja, wir brauchen einen Binärcode-Scanner. Der nimmt wirklich nur das Binary, braucht keinen Source. Was machen wir mit spezifischen Plattformen? Wir haben Support für Android, iOS, Java, Spring Boot und so weiter eingebaut, also eine breite Palette. Wie kriegt man das in den Entwicklungsprozess? Ja, mit möglichst wenig Arbeit. Das heißt, der Scanner konfiguriert sich selbst, Binary per Drag and Drop reinziehen, der Scanner macht den Rest. Natürlich helfen so Findings auch nur, wenn man was damit anfangen kann. Wir rekonstruieren Laufzeitwerte, also wenn wir sagen, da ist ein Hardcode-Key drin, wir legen den Key auf den Tisch. Wenn wir sagen, da werden Daten unsicher übertragen, wir sagen, welche Daten und wohin. Und rekonstruieren dabei auch die Plattformsemantik von mobilen Apps. Weil eine mobile App, die nutzt ja Features von Android zum Beispiel. Und wenn ich die Semantik davon nicht habe, kann ich auch keine Sicherheitslücken finden. Das ist jetzt ein bisschen in depth, habe ich jetzt nicht die große Zeit für durchzugehen. Takeaway-Message davon ist nur, ist ein relativ kompliziertes Verfahren, wie wir stückweise aus dem Binary die Semantik der Anwendung rekonstruieren, um dann über Sicherheit automatisiert nachdenken zu können. Und ja, ich glaube, damit bin ich ganz gut in der Zeit durchgekommen und stehe auch gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, perfekt. Sie sind perfekt in der Zeit. Jetzt haben wir natürlich noch Zeit, um eben die eingegangenen Fragen, wenn es denn welche gibt, zu beantworten. Können Sie gerne rechts im Frage- und Antwort-Tool eingeben. Also Fragen, wie gesagt, sowohl gerne zu unserer Forschung bezüglich statischer Code-Analyse, als auch Fragen zum Tool selbst, als auch Fragen zu unserer Hacking-Gruppe Team SIG, was wir alles entdeckt haben, gerne an mich. Und wenn Menschen dabei sind, die gerade ihre Hochschulausbildung abschließen und auf der Suche nach guten Möglichkeiten sind, sich im Bereich IT-Sicherheit zum Beispiel in einer Promotion weiterzuentwickeln oder auch einfach nur nach einem attraktiven Arbeitgeber suchen, dann gerne auch bei mir melden. Wir suchen sowohl bei Fraunhofer selbst als auch im Nationalen Forschungszentrum ständig motivierte und talentierte Kräfte. Bei mir sind jetzt tatsächlich zwei Fragen reingekommen. Die sind jetzt nur direkt an mich gegangen. Ich kann sie Ihnen aber gerne mal vorlesen. Und Also ich habe zwar auch gibt es. zwei gekriegt. Ich weiß nicht, ob das Ah, dieselben sind. Also dann können Sie mal Ihre vorlesen. ist VUSC ein Dienst oder eine Kauf-Mietsoftware oder Bestandteil Ihrer Analysetätigkeit? Die Antwort ist ja. Also es ist sowohl Bestandteil der Analysetätigkeit, wenn wir Pentests für Kunden durchführen, setzen wir natürlich auch unsere Tools ein. Es ist aber auch ein Tool, das on-premise bei unseren Kunden läuft und mit denen sie selbstständig dann Anwendungen testen können. Natürlich ist es so, bei unseren Tests, die wir durchführen, schauen Experten auch nochmal über die Ergebnisse drüber. Das ist natürlich, wenn man nur das Tool einsetzt, jetzt dann nicht der Fall. Aber wie gesagt, das gerade für Integration und Entwicklungsprozesse läuft das beim Kunden. Das Hosting ist in der Regel on-premise. Die meisten Kunden tun sich ein bisschen schwer damit, so sicherheitskritische Sachen der Cloud zu hosten. Wir sehen ein bisschen einen Trend darin, dass dieses kategorische Machen wir nicht aufweicht bei unseren Kunden. Das heißt, es ist auch denkbar, dass irgendwann ein quasi Cloud-Geschwister-Tool dazukommt oder eine Cloud-Hosting-Lösung, aber im Moment ist das eine reine On-Premise-Software. Stichwort Mobile Devices, Android oder iOS tendenziell sicherer. Das hängt ganz von der Anwendung ab. Also ich kann sowohl unter Android als auch unter iOS meine Anwendung richtig gut machen oder sehr schlecht machen. Also dieses Beispiel, was ich Ihnen gezeigt hatte mit, ich nutze nur eine Cloud-Datenbank und ich mache meine ganze Authentisierung auf dem Client, indem ich sogar den Passwortcheck auf den Client verlege, das kann man in Android genauso implementieren wie unter iOS. Es ist in beiden Fällen eine äußerst schlechte Idee. Bei mir kam dann eben noch die Frage, gibt es eine Checkliste, was bei der Entwicklung beachtet werden muss? Ja,
Eine Checkliste, so einfach ist es leider nicht. Es gibt Prozessmodelle für sichere Softwareentwicklung, wo man dann eben durchgeht und sagt, der ursprüngliche Requirements Engineering Schritt wird erweitert um eine Bedrohungsmodellierung und eine Ableitung von Security Requirements. Der Schritt des Designs wird erweitert um eine Security-Konzeptprüfung. Die Implementierung wird begleitet von statischen dynamischen Code-Analysen beispielsweise. Kann man auch anders machen. Man kann auch sagen, ich flankiere die Entwicklung mit beispielsweise Peer Review Code, Pair Programming oder ähnlichen Techniken, wenn ich dann einen Security-Experten im Team habe. Das Testing, das funktionale Testing, komplementiere ich durch einen Pentest oder ein externes Code Review. Also, das ist quasi so ein Dualismus, wo man genauso wie man in der Softwareentwicklung nicht sagen kann, Checkliste A, sondern es ist halt ein Prozess, hat man dann der Security rechts nebendran quasi denselben Prozess, nur halt mit Security Activities. Die Frage, die hier noch reinkam, welche Arten von Binaries? Im Moment Android-Binaries, iOS-Binaries, alles, was mit Java zu tun hat, also Spring Boot-Anwendung, Java Enterprise-Anwendung, Java Desktop-Anwendung, Servlets und so weiter. Die Embedded-Plattform haben wir im Moment noch nicht im Fokus. Der nächste Schritt wird sein, unseren iOS-Analyzer für ARM64-Binaries mit einem Parser für 11 zu erweitern, sodass wir Linux-Binaries checken können. Ist aber im Prinzip kein großes Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel von ARM64 auf ein Embedded ARM64 Device gehen, weil wir dann die Plattform Knowledge Base zwar austauschen müssen für die APIs, die die jeweilige Plattform bereitstellt, aber sowas wie der Lifter identisch bleibt. Also sorry, wenn das ein bisschen technisch war. Eingebettete Systeme im Moment nicht, ist aber, solange es ARM64 ist, durchaus machbar. So, was halten Sie von Abuser Stories im Scrum-Prozess zur Ergänzung der normalen User Stories? Gibt verschiedenste Konzepte. Man kann Misuse Cases definieren, man kann Abuser Stories definieren, man kann sogenannte Feared Events, wenn Sie jetzt an EBIOS-Methodologie denken, definieren. Am Ende läuft es aufs selbe raus. Am Ende will ich wissen, wer kann auf mein System einwirken, was will der von mir? Und mit welchen Ressourcen ist er ausgestattet, um dieses Ziel zu erreichen, um dann zu sagen, welche Gegenmaßnahmen kann ich davon dagegen ergreifen. Also beispielsweise, wenn Sie jetzt sagen, ich habe eine Sicherheitslücke, die jemandem erlaubt, unter Einsatz von 1.000 Euro einen Gewinn von 5 Euro zu erzielen. Naja, die Sicherheitslücke ist zwar nicht schön, aber am Ende wird ein Angreifer, der rein auf finanziellen Profit aus ist, die nicht ausnutzen. Also Stichwort, ich muss irgendeinen Key brechen, um auf irgendwas zuzugreifen. Und das, was ich erhalte, ist aber nicht der Gegenwert von dem Aufwand, den ich reinstecken muss, um mir zum Beispiel im eingekauften Botnet diesen Key brechen zu lassen. Dann lohnt es halt nicht. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite sage, ich habe einen Angreifer, der ist zum Beispiel ein staatlicher Akteur, den interessieren die Kosten schlicht nicht. Da muss ich wieder anders denken. Also ja, am Ende ist man bei allen diesen Prozessen, bei allen diesen Modellen bei wer, warum und was will er erreichen. SSL-Bibliotheken. Lohnt der Einsatz von LibreSSL versus OpenSSL? Naja, am Ende des Tages, die meisten Probleme, die wir sehen, sind tatsächlich fehlerhafte Benutzung von Libraries. Die Library selber, klar, kann auch Fehler enthalten, aber im End-User-Bereich haben wir halt mehr. Da wird der falsche Block-Cipher-Mode irgendwo eingesetzt. Da ist der Schlüssel ein bisschen kurz. Da hat jemand Verschlüsselung und Signatur verwechselt. Also klassisches Beispiel, da ist ein Software-Update, wird verschlüsselt übertragen. Ja, das ist ganz nett, dass ich nicht reingucken kann, aber manipulieren kann ich es auch, wenn ich nicht reingucken kann. Ich kann zum Beispiel randomisiert Bits flippen und kann dann über eine Error-Injection, über eine Fault-Injection gucken, ob ich damit irgendwas auslösen kann. Da wäre die Signatur der bessere Weg gewesen, statt die Verschlüsselung. Und dann ist es aber auch egal, wenn ich jetzt das falsche Konzept benutze, mit welcher Library ich das falsche Konzept benutze. Gut, dann würde ich sagen, wir haben noch Zeit für eine Frage. Bei mir ist noch eine eingegangen. Und zwar, ist der Scanner Open Source? Der Scanner basiert auf Open Source Technologie, die wir auch mit maintainen, zum Beispiel dem Zug Programmanalyse Framework, das es auf GitHub gibt, dem Flowdroid Data Flow Tracker und so weiter. Der Scanner obendrauf, der dann zum Beispiel seine ganze UI, seinen PDF-Exporter und so weiter mitbringt, ist nicht Open Source. Das ist ein kommerzielles Tool. Ich habe hier noch eine, die kriegen wir noch unter. Grobe Die kriegen wir Fettlinie. noch rein. Wie viele Arten von Schwachstellentypen können erkannt werden, wenn zum Beispiel Hardcode Credentials ein Typ wäre? Wir sind im Moment bei Einzelchecks, die wir fahren, bei 300 ein paar zerquetschten. Kategorien sind
dann entsprechend ein paar weniger, grob geschätzt 2025. Hardcode Credentials ist ein gutes Beispiel, weil die können an zig Stellen vorkommen. Das heißt, da brauchen Sie wirklich Modelle, welche APIs es gibt, die Credentials akzeptieren, welche Config-Files Credentials enthalten können. Sie brauchen ein Modell, wenn ich hier ein Hardcode Credential habe, wofür wird das überhaupt genutzt? Ist das was für einen Zugriff auf zum Beispiel eine Remote-Datenbank? Dann ist das anders einzuschätzen, wie wenn das ein zum Beispiel Default-Passwort ist, was der User ohnehin beim ersten Start der Anwendung ändern muss. Dann ist das zwar gewissermaßen auch ein Hardcode Credential, aber dann ist die Welt schon nicht mehr so ganz so dramatisch.